Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Ewald an. Dieser hat über Google Home geschrieben, welches er mit 4,7 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Google Home Review, der Smart Speaker im Test, Erfahrungsbericht. Okay Google, schalte alle Lichter an. Brauche ich heute einen Regenschirm? Füge Milch und Toast zu meiner Einkaufsliste hinzu. Oder wie alt ist Bernie Sanders? Sätze wie diese werden in einiger Zeit wohl täglich im normalen Haushalt zu hören sein. Warum? Googles neue Innovation Google Home. Google Home, der Vorreiter unter den modernen Smart Speakern, weiß alles, kann alles und sieht dabei noch richtig schick aus. Doch lohnt sich der weiß-graue Assistent fürs Wohnzimmer? Findet er tatsächlich guten Gebrauch im Alltag oder ist es eine pure Geldverschwendung? Da ja auch unsere Smartphones mit Siri oder S-Voice auf einen Sprachanruf reagieren und in den meisten Fällen wirklich machen, was man sagt. Ist Google Home es wert? Um das herauszufinden, muss man es einfach ausprobiert haben. Deshalb stelle ich dir jetzt meine persönlichen Erfahrungen mit Google Home im Alltag vor. 5 Fragen zu Google Home. Wer, wo, wann, wieso und was? Seit dem 8. August 2017 kann man den bereits im November 2016 vorgestellten Smart Home Lautsprecher auch endlich in Deutschland und auf deutscher Sprache erhalten. Im weißen, schlichten, aber edlen Design kommt Google Home mit 2 integrierten Mikrofonen und 3 Lautsprechern. Die untere abnehmbare graue Hälfte des zylinderförmigen Google Homes beinhaltet die gut klingenden Lautsprecher, auf der schräg angelegten Oberfläche befindet sich LEDs. Sie stellen je nach Gebrauch und Zustand des Gerätes unterschiedliche Formen dar, zum Beispiel den Lademodus, die Lautstärke oder eine bestimmte Befehlsuche. Google Home reagiert auf Sprachbefehle, die mit OK Google beginnen. Und kann auch so ziemlich jede Frage eine Antwort geben, indem es innerhalb von dem Bruchteil in einer Sekunde das Internet danach durchsucht. Befehle wie rufe Max Meyer an, spiele meine Jazzmusik aus Spotify ab oder auch schreibe Gurken und Tomaten auf meine Einkaufsliste, führt der Google-Assistent problemlos aus. Zudem besteht auch die Option, Google Home mit anderen technischen Geräten im Haus zu verbinden. Verfügt man über die entsprechenden Licht- und oder Heizsysteme, reagiert Google Home auch auf Schalte alle Lichter im Haus aus oder stelle die Temperatur im Haus auf 20 Grad. Unboxing und Setup. Google Home kommt in einer länglichen weißen Box, auf der vorn ein Bild des Lautsprechers zu sehen ist. Zuerst schiebt man den Deckel nach oben weg, woraufhin eine weitere Box zum Vorschein kommt. Diese wird aufgeklappt und schon ragt der Google Home in seinem schlichten Aussehen aus der Box hinaus. Unterhalb dessen befindet sich noch eine Bedienanleitung und ein etwa 1,5 Meter langes Netzteil, das in einem zum Design passenden Grau gehalten ist. Entfernt man den mit einer Magnethalterung befestigten unteren Teil, kommen 3 Lautsprecher, der Ladeeingang sowie ein Micro-USB-Anschluss zum Vorschein. Um mit dem Google Home zu starten, schließt man das Gerät an den Strom an, downloadet sich die Google Home App auf das iPhone oder Android Smartphone. Dann verbindet man sein Handy und WLAN mit dem Lautsprecher und schon kann das Fragen losgehen. Die Lautstärke kann man entweder mit Hilfe der App oder indem man über die LEDs auf den Speaker im Halbkreis streicht anpassen. Mein Google Home Test, meine persönlichen Erfahrungen. Während eines Aufenthalts in den USA hatte ich bereits die Chance, etwas mit Google Home auf Englisch herumzuspielen und habe deshalb beschlossen, mir auch ein eigenes zu besorgen, sobald es in Deutschland verfügbar ist. Gesagt, getan. Am 10. August hatte ich also mein eigenes deutschsprachiges Google Home in den Händen. Das Auspacken verlief wie bereits beschrieben und auch die Google Home App läuft auf meinem iPhone 6s einwandfrei. Direkt habe ich auch ein Spotify-Konto mit dem Lautsprecher verbunden und einige Anwendungen wie zum Beispiel ein Quizspiel installiert. Das Mikrofon im Google Home hört so ziemlich alles, was man sagt, auch vom Nachbarraum aus. Insofern die Türen offen sind, versteht es mich noch problemlos. Die Lautsprecher finde ich für den Preis richtig gut. Vergleiche ich es jedoch mit meinem Bose-Lautsprecher, merkt man schon, dass das Google Home etwas an Bass und Tiefe fehlt. Mit Google Home Musik hören. Wenn ich koche oder Hemden bügle und plötzlich Lust auf Musik bekomme, brauche ich jetzt nicht mehr mein Handy rauszuholen. Die Bluetooth-Lautsprecher anmachen und ewig nach einem Song suchen. Sondern sage einfach nur, okay Google, spiele meine Lieder auf Spotify ab. Total einfach und praktisch für etwaige Situationen wie diese. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten zu streamen, mit denen habe ich aber leider keine Erfahrungen. Google Home Skills – Spiele. Auch das Quizspiel läuft super und macht Spaß. Google liest eine Frage vor und man hat kurz Zeit mit einer der 3 vorgegebenen Antwortmöglichkeiten zu reagieren. Das funktioniert auch perfekt mit mehreren Spielern, wobei Google Home lustige Namen an alle Spieler verteilt. Google Home Deutsch fragen. So einfach geht es. Oft kommen mir wie aus dem heiteren Himmel die außergewöhnlichsten Fragen in den Kopf. Zum Beispiel, wann heute die Sonne in Peking aufgeht, wie alt eigentlich Dalai Lama ist oder was Nudelholz auf Spanisch heißt. Auch da ist Google Home eine geniale Hilfe. Ich setze einfach ein, okay Google, vor meine Frage und blitzschnell habe ich eine Antwort.
Bis jetzt habe ich noch keine Situation feststellen können, in der Google Home Schwierigkeiten hatte, zu antworten. Damit bin ich sehr zufrieden. Google Home, eine Stütze der Technik im Alltag. Google Home Review. Jeden Morgen sitze ich mit meinem Kaffee am Tisch und sage den inzwischen einstudierten Satz: Okay Google, bringe mich auf den neuesten Stand. Daraufhin fängt Google Home an, mir die aktuellsten Tagesthemen, Nachrichten und Sportergebnisse sowie einen Wetterbericht zu erzählen. Man kann auch spezifischer fragen, um sich genauer über Themen wie Wirtschaft, Sport oder Technik zu informieren. Das ist wohl mein Lieblingsfeature, das Google Home mir ins Haus gebracht hat, da ich morgens nie Lust darauf habe, mich durch Seiten von Nachrichten zu lesen oder nach einem entsprechenden Video zu suchen. Einfach Google fragen. Für mich der perfekte Start in den Tag. Leider besitze ich keine Licht- oder Wärmesysteme, die mit Google Home kompatibel wären. Jedoch kann ich aus meinen bis jetzt wunderbaren Erfahrungen mit dem Gerät und reichlichen Informationen folgern, dass auch diese Features einwandfrei funktionieren und den Alltag erleichtern würden. Sprachsteuerungen im Allgemeinen ist eine der genialsten Erfindungen der Moderne. Es macht den Alltag so viel einfacher, jedoch bis jetzt nutzen das leider nur die wenigsten Leute auf ihren Smartphones. Da kommt Google Home ins Spiel, ein Sprachassistent, der genau weiß, was man will, eine nach meinem Empfinden nahezu echt klingende Stimme hat und macht, was man ihm sagt. Befasst man sich ein bisschen mit dem Gerät und findet alle Anwendungen heraus, die es anbietet, kommt es schnell vor, dass Google Home zu einem unverzichtbaren Teil des Alltags wird. Mein Fazit: Sollte man Google Home kaufen? Amazon Alexa Vergleich. Google Home lohnt sich für jeden, der Dinge etwas einfacher mag und schneller antworten will. Außerdem besitzt man entsprechende Lichttechnik, dann ist Google Home schon fast ein Muss. Dem Google Home Assistenten stehen nahezu zahllose Bedienungsmöglichkeiten zur Verfügung, die bei öfterem Gebrauch auch immer praktische Anwendung finden. Zum Abschluss würde ich gerne noch auf die Frage eingehen, welche wohl jedem auf der Zunge brennt, welcher die Qual zwischen Amazon Alexa und Google Home ist. Genauso ging es mir auch und ich habe mich bewusst für Google Home entschieden. Durch meinen Bruder hatte ich das Vergnügen gehabt, beide Sprachassistenten gegeneinander zu vergleichen und zu testen. Ich mache es kurz. Google Home ist meiner Meinung nach auf einem ganz anderen Level und hat einfach mehr Skills. Ich hoffe, euch weitergeholfen zu haben und kann Google Home vom Herzen weiterempfehlen. Wie immer gilt: Solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.